Mein neues Leben heißt diese Serie hier im ARD-Buffet, wo wir genau solche Menschen treffen, die etwas getan haben und plötzlich von heute auf morgen gesagt haben, stopp, jetzt mache ich das, wovon ich immer geträumt habe, das, was ich wirklich will. Und Bernd Greiter, der ist auch so einer aus Saarbrücken, der war Unternehmensberater unterwegs in ganz Deutschland, jeden Tag auf der Autobahn und irgendwann war es ihm einfach genug. Und heute, da macht er was ganz anderes, wenn Sie mal bitte schauen wollen. In seiner Werkstatt erschafft Bernd Greiter mythische Gestalten. Sie sind von Narben übersät, vom Leben gezeichnet und doch voller Kraft. Und sie tragen Namen wie Siegeszug oder Geburt der Freiheit. Freiheit bedeutet für mich, dass ich der sein kann, der ich wirklich bin. Und das hat mir früher ein Stück weit gefehlt. Ich habe mich in einem Korsett gefühlt, in der Verkleidung, Anzug und Krawatte, weißes Hemd, Auto. Und dieses Korsett ist sehr starr. Und diese Starrheit hat dazu geführt, wenn man dieses Korsett verbiegt, bricht es irgendwann auf. An diesem Verbiegen durch die Anforderungen des früheren Berufes, die haben mich letztendlich zerbrochen. Die Freiheit des Künstlers, die Lust am Gestalten. Nichts davon hatte er in seinem alten Leben. Dafür hatte er Geld. Und er war wichtig. Als erfolgreicher Unternehmensberater führte er ein Leben auf der Überholspur. Er fuhr Tausende von Kilometern quer durch die Republik. Ich habe es mal ausgerechnet, dass ich innerhalb von 8 Jahren 2 Jahre komplett nur im Auto verbracht habe. 2 Jahre im Auto, 24 Stunden. Unfassbar. Ich musste es abends nochmal rechnen, was das bedeutete. Und das war einer der Schlüsselmomente, wo sich auch dann das Leben begonnen hat zu verändern. Der Beruf machte ihn krank. Er bekam einen Burnout. Doch noch immer konnte er nicht loslassen vom wirtschaftlichen Erfolg. Schließlich führte er ein Leben, um das ihn mancher beneidet hätte. Ich kann das verstehen, dass das von außen so wirkt. Toller Job, Anerkennung, Status, ja, ordentliches Geld verdienen. Aber irgendwann, wenn monatlich die Rechnungen geschrieben wurden, war das irgendwann an einem Punkt kein befriedigendes Gefühl mehr. Der Anzug war für mich Kampfanzug. Und als ich diesen Kampfanzug abgelegt habe, da habe ich gemerkt, hoppla, da ist irgendwas in mir. Schließlich verbrannte er 10 seiner Anzüge und wagte einen Neuanfang als Künstler. Inspirieren ließ er sich von seiner Frau. Evelyn Greiter ist selbst Künstlerin. Sie hat seine Verwandlung begleitet und auch die Rückfälle erlebt. In der Zeit, wo wir uns jetzt kennen, war noch mal ein Auftraggeber, der noch mal gesagt hat, kannst du noch mal was für mich machen? Du bist gefahren, du hast gemacht, bist zurückgekommen und da kam dieser alte Leidensdruck, der war von heute auf morgen präsent. Ich war eine Woche durch den Wind, weil ich diesen Arbeitskontext nicht mehr will. Ich glaube, das war noch mal. Aber auch, ich glaube, ein Stück weit nicht mehr kann, weil das Innere wehrt sich. Dennoch. Seine alten Fähigkeiten helfen ihm nun auf dem Weg, eines Tages von der Kunst leben zu können. Ja, selbstverständlich. Das wird auch so sein. Also was vorher eine Vision war, ist jetzt fast eingetreten. Scherzhaft habe ich zu meiner Frau schon gesagt, wir sind jetzt echt auf einem guten Weg und irgendwann werden wir hinter Paris sein. Ob wir in Paris landen werden mit einer Ausstellung, das wird sich zeigen. Erst einmal stellen die beiden hier aus, in einem Bergwerk bei Saarbrücken, wo sie auch ihre Werkstatt haben. Wie passend, denn auch das Leben ist wie ein Bergwerk. Manchmal muss man in die Tiefe gehen. Absolut. Um die Schätze zu finden, muss man graben. Ja. So ist es.